Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Und wir werden heute mal die Tiki-Dada-Torch ausprobieren, ob man mit der vielleicht den Boden abfackeln kann. Nein, ich will keinen Skizzierstift, was? Ich will einen Feuerstab machen. Ich habe Feuer gemacht. Nicht den, den. Ja, oh Scheiße, das geht aber nur einmal. Ja, dann machen wir ein paar Tiki-Lala-Forges. Machen wir mal 10. Ich glaube, das sollte reichen fürs erste bei mir. 10 Tiki-Lala-Torches. Ich hoffe, ich kann die stacken. Nein! Ich wollte doch eine Tiki-Lala-Torch machen. Das ist Kacke. Was soll ich mit einem Skizzierstift? Was braucht man überhaupt einen Skizzierstift? Was ist das? Ah, warte mal. Ich habe gerade einen ganz einfachen Weg gefunden. Gott, bin ich doof. Wir müssen nicht schauen, dass wir dieses komische Grind-Zeug da bekommen. Upsala. Damit wir Stahl herstellen können. Weil Stahl ja lustigerweise gebraucht wird bei unserer Maschine. Und mir ganz schön auf den Sack geht. Jetzt gehen wir wieder runter auf Bedrock-Höhe und versuchen eventuell, ja, sagen wir mal, ein bisschen den Boden anzuzünden. Und dafür haben wir ein paar Feuerstäbe. Kann man die rein theoretisch werfen? Nee. Aber von da aus geht es auch viel einfacher. So. Ich mache hier nochmal Licht, denn wir zünden erstmal. Dankeschön. Also irgendwie müsste das funktionieren, dass ich sozusagen mit dem Firestark den Cape, den Bedrock anzünden kann. Also ich habe die böse Vermutung, dass das nur ansatzweise funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Ich habe eine 50% Chance, dieses. Oh, was? Was? Wo? Oh, ich hab's gerettet. Ein Grain, ich brauche zwei, glaube ich, ne? Irgendwo noch. Wo, 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 wo? Ich will den, ich will den. Es hat funktioniert. Bin erstaunt. Wollen wir noch? Haben wir noch was? Nee, haben wir nicht. Schade. Wenn der jetzt auch noch funktioniert, wäre es genial. Jetzt haben wir 5 Grains of Infinity. Bin erstaunt. Autoschmelzen? Hä? Was? Oh, noch eins. Nice. 6 Stück. Also so kriegen wir von diesen Grains of Infinity ganz viel. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Dann können wir jetzt unser Teil bauen. Ich hoffe, der läuft mit Kohle. Weil ich wüsste sonst nicht, wie ich Energie schnell herkriege. Also Kabel kann ich jetzt mittlerweile machen. Das geht ja. Das ist ja schon mal ein Anfang. Aber ich habe nicht unbedingt die Ausrüstung jetzt. Ja, jetzt habe ich wieder vergessen, was. Oh Gott, jetzt muss ich wieder rausfinden, wie es ging. Industrial Craft. Weil müssen wir Kabel verlegen, weil ich will dann schon einen Generatorraum oder sowas bauen. Den Generatorraum. So ist denn der Generator wieder. Der Generator, der braucht Stahlbarren. Und die Stahlbarren konnte man produzieren. Hier. Und den simplen, den baut man mit Stone Gears, Iron Oven, Oven Eimer. So. Das geht ja jetzt relativ easy. So. Haha. Boah, also nur mal ganz Eisen wieder da. Zack. Einfach mal ganz easy. Ne, warte mal, das war falsch.
So, dann glaube ich, machen wir es. So, machen wir gleich zwei von den Teilen. Was ist denn? Grating. Brauche ich jetzt eigentlich gerade nicht? Auch nur simple Machine Parts. So. Dann brauchen wir einen Eimer. So war das. Jetzt muss ich wieder. Ich muss wieder dieses simple Sterling-Teil erfinden. Simple Sterling hier so. Ah, und da fehlen mir noch die Steinräder. Und die kann ich natürlich wieder nicht machen, weil ich zu wenig davon habe. Ah, frustrierend hier. So, 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 so. War das verschoben? So, zwei davon. Und zwei Öfen. So, jetzt aber. Zoomen wir mal diesen Sterling Generator raus. Jetzt hoffe ich, habe ich nicht dann alles. Simple Journey ist Sterling Generator. Jawohl, da haben wir noch. Den stellen wir jetzt mal hier hin. Bitte lauf mit. Nein! Lass mit der Energie bitte. Geh weg! So. Muss ich nochmal so hinstellen. Ich habe so die Vermutung, er läuft nicht mit der Energie. So. Pull, push, pull, push, disable, was? Also ich wette hier, wenn ich jetzt Coal Dust damit reinpacke, dann passiert sowieso nichts. Nein, ich brauche Coal Dust. Bedeutet, ich muss dich rausnehmen, die Kohle in den ersten Platz passen. Und einmal hier rumdrehen, das Ganze. Drehen, 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 drehen. Oh. Und wir drehen, drehen, drehen den Stiel immer härter, härter, härter. Da. Kohle, das Auto gehört davor, brauche ich viel mehr. Habe ich noch mehr Kohle? Brauche noch mal einiges mehr Kohle. Ich weiß nicht ganz genau, wie sich das vorstellen, aber so wird das eine Ewigkeit dauern. Auf jeden Fall eine gefühlte Ewigkeit. Da 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 da. Lass das mal drehen. Ich weiß nicht ganz genau, wie das funktionieren soll. Das ist halt das Problem. Weil wie soll ich einen Stahl herstellen, wenn es nicht so geht? Oder macht man aus Eisen? Wie macht man nochmal Stahl? Hm. Aber jetzt habe ich schon mal einiges davon. Machen wir nochmal ein bisschen weiter. Und wir drehen uns im Kreis herum. Na, 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 na. So, das muss jetzt aber reichen, rein theoretisch. So. Zeige Rezepte. Okay, da kann ich mir die Alloys Smelter. Ich verstehe nicht. Warte mal. Ender. Vielleicht hat Ender IO irgendeinen. Ender. Unterstrich IO. Wie geht dann Ender IO? Oder schreibt mir einfach Ender IO. So. So, mein lieber Freund. Wenn du mir jetzt sagst, dass wir wie Strom produzieren. Nach deiner Meinung nach, dann hätten wir doch schon eine simple Power Furnace. Stimmt, den hätte ich auch die ganze Zeit bauen können. An den habe ich natürlich wieder nicht gedacht, ne? So. Ich brauche Kobbel. Wo haben wir Kobbel? So, weil ich kann bestimmt auch ganz simpel, wenn man sie nicht vertippen würde. Geht nicht. Okay, dann tun wir halt noch Holzstrukturen dazwischen. So. Wo ist dieses simple Alloy Smelter? So. Steinziegel braucht. Jetzt werden sie abgehoben hier, ey. Jetzt wollen die.
noch 3000 Sachen mehr. Was soll denn das? Huch, warte mal. Brennen das schnell. Aber muss schon lassen, das. Der Block schaut geil aus. Wie weit ist das Teil eigentlich gekommen? Ich glaube, das ist eh nicht weit gekommen, ne? Hat das überhaupt weitergemacht? Nee, stimmt gar nicht. Hat nicht weitergemacht. Aber wir haben auf jeden Fall schon einiges an Sand. Was mein Plan wäre, vielleicht hier dann irgendwo eine Lagerhalle aufbauen. Wo wir dann mit dem Buildcraft-System das ein bisschen ordnen. Oder halt direkt dann, also fürs Erste wäre es vielleicht schon mit Buildcraft zwischen Sand, Stein und Ores zu unterscheiden. Und dann halt später sozusagen das alles verfeinern. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, einen simplen Weg zu finden, Strom zu generieren. Hä? Simple Powered Furnace. Ich hab nen Stromofen gebaut. Komm schon! Ich wollte Strom produzieren und nicht Strom verbrauchen. Alloy Smelter, ja, wo ist denn euer Produktion? Irgendwie muss doch dieser Mod sich auch mit Strom versorgen, oder? Hä? Wireless Charger, ja, okay, aber wo kriegst du den Strom her? Das sind die Capacitors, da kann Strom gespeichert werden, werden wir in Zukunft auch haben. Aber wie zur Hölle produziert dieser Mod Strom? Hä? Blankmaschinen, Maschinentop, Maschinensalz, Maschinenbags. Ja. Powerbuffer, Creative Buffer, Crafter, Painting Machine, Power Monitor, Sagmill. Mein Auge schwitzt, wollte ich sagen. Stirling Generator. Da ist doch sicher schon wieder. Dafür brauche ich Strom. Ich verstehe. Fuel Tank, Pressure Fuel Tank, Travel Anchor, Vacuum Chest, Wireless Charger, Simple Alloy Smelter, Simple Jerling Generator, Wire Charger, Simple Sag Mill, Industrial Insolution. Hä? Ich bin verwirrt. Stirling Generator, so. Ich könnte heulen. Es gibt jeden Scheiß, aber dieser Mod hat keine Stromversorgung, oder was? Energy. Was bist du? Ein Energy-O-Mart. Energy-O-Mate. Dafür bräuchte ich Stahl. Und ich will aber nicht. Generator. So, schauen wir mal. Stirling, Simple Stirling Generator, Combustion Generator, in Change Combustion Generator. Survival Generator. Sowas brauche ich die ganze Zeit nur. Genau sowas. Magmatic, das ist doch auch einer. Dafür braucht er allein schon mal einen Furnace Generator. Furnace Generator hört sich natürlich auch ganz cool an, ne? Wir machen gleich mal einen Furnace Generator. Warte mal, jetzt nehmen wir das hier. Jetzt bin ich aufgewacht.
So. Ich will so einen Furnace Generator haben. Dankeschön. Furnace Generator. Da bin ich jetzt gespannt. So. Und mal Bäume rein. Der kriegt Strom, der kriegt keinen Strom. Schade. Aber er füllt sich auf. Rein theoretisch kann ich jetzt mit ein bisschen Kupfer. 1, 2, 3 Kupfer. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber probieren wir es mal. Weil wir wissen ja nicht mehr, ob sich diese Kabel zum Beispiel verbinden. Nee. Aber sozusagen ein elektrischer Ofen würde jetzt rein theoretisch funktionieren. Bedeutet, wir können jetzt mal, warte mal. Also denn der hier. Ach schön, der speichert sich. Die Sachen speichern sich auf dem Platz. Du kommst einmal hier hin, du kommst einmal hier hin und du kommst einmal hier hin. Ich kann meinen ganzen Scheiß. Oh, schön. Und du brauchst jetzt, du kriegst meine ganze Kohle hier. Weil mit der Kohle können wir jetzt dann eh nichts anfangen, aber jetzt funktioniert zum Beispiel das hier und da können wir jetzt das hier reinhauen. Und zack, Coal Dust. 22, bitte sag, dass da jetzt schnell rauskommt. Das wäre jetzt schon mal ein gutes Ende für diese Folge. Wir hätten unseren ersten Strom erschaffen. Die Frage ist, was für ein Mod ist das denn eigentlich? Also, was ist denn das? Extra Utilities. Und wir haben Sachen erschaffen. Wir brauchen noch viel mehr von der, mit der Gemühle. Aber den ersten Stahlpaar von 9 hätten wir schon mal. Obwohl, wir können eigentlich komplett auf den Teil fahren, ne? Aber das probieren wir nächste Folge aus. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!